Ich heiße Harold Grönke, bin 59 Jahre alt und Geschäftsführer der NWZ und der Nordwest Mediengruppe. Zur NWZ gekommen bin ich durch Kontakt mit der Gesellschafterfamilie Köser und auch mit Mitgliedern des Beirates. Ich kannte die NWZ aber schon aus meiner Tätigkeit in Ostfriesland für fast 40 Jahre. Ich bin Geschäftsführer der Mediengruppe, also auch für die strategische Ausrichtung zuständig und gemeinsam mit meiner Kollegin Stefanie von Unruh geschäftsführend dann auch für den Verlag mit all dem, was dazu gehört. Also die Strategie, die Weiterentwicklung, die Finanzen und all diese Dinge. Mir gefällt besonders, in einem norddeutschen Umfeld zu arbeiten. Das entspricht auch meinem Naturell. Die Leute sind klar und unprätentiös. Man hat hier viele Freiheiten zu gestalten und Dinge zu verändern. Die NWZ hat eine hohe Strahlkraft in der Region, ist sehr anerkannt und insofern macht es viel Freude für die Menschen, also unsere Kunden, dann auch ein Produkt zu gestalten, das denen wiederum viel Freude macht. Der Neubau war in der Tat interessant. Die NWZler fühlten sich an der Peterstraße nach all den Jahrzehnten sehr heimisch. Und dann gab es eine Kollegin, die seinerzeit sagte, ich will da gar nicht in den Neubau. Und damit der nicht geschieht, werden wir auf den Acker mal ein paar geschützte Hamster bringen, damit der gar nicht gebaut werden kann. Hat nicht geklappt, der Neubau steht trotzdem und die Kollegin ist, glaube ich, auch durchaus zufrieden jetzt hier. Zum Jubiläum wünsche ich der NWZ weiterhin viel Neugier. Rauszufinden, wie sich die Welt verändert, sich die Dinge verändern und dann die Bereitschaft, mit auch einer gewissen Klugheit solche Veränderungen einzugehen.